Hallo, heute schauen wir uns mal in CSS die Pseudo-Elemente an. Dazu habe ich mir hier schon mal eine HTML-Datei erstellt und meinem Main-CSS, wie auch in jedem anderen Video. Und jetzt müssen wir erstmal unsere CSS-Datei hier einbinden. Machen wir einfach mal schnell mit Main-CSS, Style und hier Main. So, jetzt haben wir unsere CSS-Datei eingebunden. Dazu möchte ich gleich mal zu unserem ersten Pseudo-Element kommen. Also, wir brauchen hier erstmal einen Tag, auf das wir das machen können. Zum Beispiel, wir schreiben hier eine Begrüßung. Zum Beispiel kann ich da jetzt schreiben, ich vergebe meine Klasse mit Text, schreibe hier mal einen Namen, zum Beispiel Martin. Dann kann ich hier mit meiner Klasse, ich spreche die Klasse gleich an, ich werde hier mal ein bisschen vergrößern, dass man es wieder besser sieht. Ich spreche hier meine Klasse an und sage hier Text. Und jetzt möchte ich vor meiner Klasse zum Beispiel jetzt hier schreiben Hallo oder irgendwas. Dann klicke ich hier davor hin, also bevor ich meine Klammer aufmache, klicke Doppelpunkt, Doppelpunkt und klicke hier dieses Doppelpunkt, Doppelpunkt bevor. So, und jetzt kann ich hier sagen, dass ich hier das Attribut sage Content. Ich schreibe hier jetzt unter Anführungszeichen zum Beispiel Hallo. Muss ich hier natürlich ein Leerzeichen reinmachen, dass das hier auch drin ist. Und so kann ich jetzt hier einfach vor meinem Text hier noch einen extra Text einfügen. Natürlich kann ich das auch mit After danach machen. Gebe mir das einfach mal, sage jetzt zum Beispiel, ich möchte danach jetzt zum Beispiel jetzt ein Rufezeichen, sage jetzt einfach mal, lösche das und habe das hier. So, was kann ich jetzt eigentlich cooleres machen damit, außer jetzt hier so zum Beispiel eine Begrüßung machen. Dazu werde ich mir jetzt kurz mal einen Button erstellen, sage jetzt einfach mal Button und der hat einen Text zum Beispiel, ich sag wieder mal Hallo. So, wenn ich das Ganze gemacht habe, gebe ich meinen Button, sage ich mal, der ist ein bisschen länger und sage, der hat 52 Pixel und ist auch ein bisschen höher, 50 Pixel. So, wenn ich das Ganze jetzt gemacht habe, kann ich hier auch in SCSS einfach mit einem und Operator sagen jetzt und Doppelpunkt. Ich sage jetzt mal noch eine Klasse, zum Beispiel Hover, und sage jetzt nur alles, was, wenn ich da drauf fahre, soll das passieren. Zum Beispiel, ich sage jetzt zum Beispiel After, sage jetzt Content, sage jetzt wieder Content. Sollte man auch richtig schreiben. Ich kopiere jetzt lieber Content, Doppelpunkt, Anführungszeichen, sage ich, und kopiere mir hier von oben jetzt das raus. Das ist danach. Sage jetzt ein Leerzeichen und füge das an. Dann brauche ich das Ganze hier nochmal. Füge das hier nochmal ein. Sage jetzt bevor. Sinne. Ich habe hier einen Punkt vergessen. Sage jetzt bevor und füge das jetzt hier wieder diesen Pfeil ein. Verklickt. Lösche das hier raus. Und wenn ich hier jetzt aktualisiere, sieht man hier, dass ich diesen Effekt hier habe, der was jetzt natürlich nicht so schön gestylt ist, weil ich jetzt hier nur auf diese Klassen eingehen wollte und was ich damit machen kann. Hier zum Beispiel, wenn ich drüber fahre, sehe ich einfach, dass diese Pfeile hier eingeblendet werden, davor und danach. Und ich habe diese Pfeile eben hier nicht eingefügt. Weil sonst müsste ich die per CSS wieder ausblenden. Deswegen kann ich das einfach hier, wenn ich hover bedeutet halt, wenn ich mit der Maus da drüber fahre, dann wird da, danach dieser Pfeil halt hinten angezeigt und davor dieses Element hier eingefügt. Ihr könnt dann natürlich andere Sachen auch noch einfügen, aber ich glaube, wir gehen jetzt zum nächsten Element.
dazu sage ich jetzt wieder E-Tag, sage ich hier P ist gleich, sage ich jetzt erster Buchstabe. So, dann gebe ich jetzt zum Beispiel erstmal Loren an von zwei Wörtern. So, wenn ich das aktualisiere, sehen wir hier, werden hier zwei Wörter eingefügt und jetzt gehen wir einfach mal ins CSS. Ich kopiere meine Klasse hier wieder und sage jetzt, ich spreche meine Klasse an erster Buchstabe. Dann kann ich hier wieder mit Doppelpunkt sagen, ich möchte hier jetzt, dass der erste Buchstabe zum Beispiel eine bestimmte Farbe oder eine bestimmte Schriftgröße. Das sage ich erstmal mit First Letter. Mach dann die Klammer wieder auf, nochmal die Syntax von CSS. Und sag jetzt zum Beispiel Color, sagen wir Rot. Ich jetzt aktualisiere, sehen wir hier, dass der erste Buchstabe rot geworden ist. Wenn wir natürlich noch zum Beispiel das größer machen, dass man das auch besser sieht. So, besser sehen. Und ja, es hat funktioniert. So kann ich den ersten Buchstaben hier zum Beispiel immer größer machen, zum Beispiel von einem Absatz. Das ist natürlich praktisch, so wie man es auch in verschiedenen Online-Zeitungen kennt, dass der erste Buchstabe größer ist und so ein bisschen vorgehoben wird. Oder ich könnte ihm jetzt eine andere Schriftart mitgeben. Und so kann ich den ersten Buchstaben markieren oder ändern. Dann gehen wir weiter. So, jetzt gehe ich hier wieder in mein HTML und wir brauchen wieder einen Absatz. Ich nenne den jetzt einfach mal Absatz. Gib dem mal ein bisschen mehr Lore mit. Sagen wir die Wörter, dass wir hier einen schönen Absatz haben. So, jetzt habe ich hier meinen Absatz. So, und wenn wir jetzt, ich kommentiere das raus, dass wir das auch alles sehen. So, jetzt habe ich hier mein, dann ist ausgeblendet. Ich kopiere mir wieder meine Klasse, gehe hier in mein CSS, füge meine Klasse an und sage jetzt, ich will hier jetzt an erster Stelle noch kurz, dass man es besser sieht, die Textausrichtung ändern. Text ein. Justify. So. Jetzt ist das mal schöner. Und jetzt sage ich hier, spreche ich mit und wieder an. Doppelpunkt, Doppelpunkt, First Line. Spreche jetzt meine erste Linie an, also meine erste Zeile, also das hier. Und gebe jetzt dem zum Beispiel Farbe mit, zum Beispiel Color Green. Wenn ich jetzt aktualisiere, sehen wir hier, dass dieses und hier grün ist. Oder ich sage zum Beispiel unterstreichen. Das würde man besser sehen. So, jetzt ist das unterstrichen. Sieht man es auch im Video besser. So, wenn wir uns jetzt die nächste Pseudoklasse anschauen, dann ist das Marker. Und da kann ich gleich bei diesem Absatz bleiben. Ich sage hier Doppelpunkt, Doppelpunkt Marker. Und mache jetzt die Klammer auf. Und was ist Marker? Marker markiert quasi. Also ich sage jetzt zum Beispiel, dass ich muss hier natürlich wieder eine Klasse mitgeben. Und sage hier zum Beispiel Color Red. Also sage ich hier Color Red. Und für meine Marker ist es aber sehr wichtig, ich brauche eine Aufzählung. Das heißt, ich muss mir hier eine Aufzählung machen, eine Liste. Ich habe das jetzt kurz verwechselt. Ich blende das ja auch wieder aus. Ich sage jetzt zum Beispiel UL. Ich erstelle mir einfach hier schnell eine Liste mit Li-Elementen A2 und die haben einfach einen Text mit Hallo. Wenn ich das erstelle, habe ich hier eine Liste mit zwei Elementen. Und mit, weil ich diese Marker hier angesprochen habe, ist das hier jetzt rot. Ich könnte natürlich auch hier zum Beispiel grün sagen. Und dann werden die hier grün. So, so viel zum Marker.
Jetzt kommen wir zu einem vielleicht interessanteren Pseudo-Element, das nennt sich Selection. Und dazu spreche ich einfach mal Doppelpunkt Selection an. Doppelpunkt, Doppelpunkt Selection. Macht dann wieder normale Syntax auf, zur Klammer, und sage hier jetzt zum Beispiel Color. Pink und Background sage ich gelb. Ich weiß, dass die Farbenkombination natürlich Katastrophe ist, aber es geht hier im Video jetzt nicht um Design, sondern Pseudo-Elemente. So, wir sehen hier ist gar nichts, es hat sich nichts geändert, es ist nichts passiert. Aber wenn wir hier jetzt mal was markieren, dann sehen wir hier, ah, es ist doch was passiert. Weil nämlich hier Selection, also alles, was ich markiere, hat die Farbe Pink und den Hintergrund gelb. Das heißt, ich markiere etwas, es ändert sich die Farbe. Ich markiere hier, ich markiere hier. Ist vielleicht nur ein interessantes Pseudo-Element, weil man das ja auf den meisten Webseiten sieht. Und dieses normale Standardblau halt auch nicht so schön ist. So, das war's eigentlich. Wir werden hier jetzt nochmal kurz zusammenfassen, was sie hier gemacht haben. Was ich vorher noch kurz erklären werde, ist, warum hier ein und war. Warum wir das überhaupt brauchen. So, dazu muss ich erstmal kurz erklären. Also wir haben hier eine Klasse. Die Klasse hat hier einfach gleich dieses Doppelpunkt First Letter bekommen. Dadurch brauche ich, weil ich es gleich an die Klasse schreibe, brauche ich kein und. Aber hier spreche ich jetzt quasi, wenn ich sage hier, ich style den Button, dann ist ja das nur für den Button. Und durch dieses und steht hier quasi, wird dieses Button hier hingeschrieben, da steht hier quasi Button und dann steht da Doppelpunkt Hover. Und durch dieses und wird diese Klasse, wird dieses Button hier hergeschrieben quasi, ersetzt das und, wird das und gegen den Button ersetzt. Und hier wird dann quasi das und gegen das Hover und Button ersetzt. Das heißt, hier steht dann, hier würde dann stehen Button, Doppelpunkt Hover, Doppelpunkt, Doppelpunkt After. Und weil Informatik ja faul sind, haben wir diesen Und-Operator und er ersetzt uns das hier. Okay, jetzt fassen wir mal kurz zusammen. Wir haben hier unseren Text, unsere Begrüßung hier quasi. Wo steht Martin drin? Also das hier. Und wenn ich hier jetzt vor dem Text etwas haben möchte, dann schreibe ich hier dieses meine Klasse oder ich spreche mein Element an, sage dann Doppelpunkt, Doppelpunkt bevor und dann muss ich hier ein Content mitgeben. Wenn ihr hier natürlich was anderes schreiben wollt, dann müsst ihr oder quasi ein Element einfügen wollt, dann müsst ihr trotzdem dieses Content-Element mitgeben, aber mit Anführungszeichen, Anführungszeichen quasi ein leerer String müsst ihr übergeben. So, das haben wir natürlich hinten auch gemacht, dass dieses Martin, Hallo und dieses Rufzeichen hier eingefügt wird. Was vielleicht ganz wichtig ist, weil das auch in Excel meistens eine Sache ist, die die meisten Leute nicht verstehen. Ich muss hier ein Leerzeichen einfügen, weil sonst, wenn ich das hier wegmache, sehen wir hier, ist das Leerzeichen zwischen Hallo und Martin weg. So, ich füge das wieder ein, jetzt passt es wieder. So, jetzt haben wir hier ein kurzes Beispiel gemacht, für was wir das brauchen könnte oder für was ich hier schon benutzt habe. Und da haben wir diesen coolen Button hier designt. Also erstellt, wir haben ja nicht viel Design, ist ja Standardfarbe und Standard Umrandung und haben das hier erstellt damit. So, dann sind wir weitergemacht, haben uns hier einen Absatz generiert mit zwei Wörtern und haben mit Doppelpunkt, Doppelpunkt, First Letter unseren ersten Buchstaben in unserem Absatz angesprochen. Dann natürlich ein extra Styling mitgegeben, Farbe rot und ist, dass er ein bisschen dicker ist, dass er sich vorhebt. Ja, so kann ich den ersten Buchstaben ansprechen. Natürlich auch von einem Absatz. So, dann haben wir jetzt hier wieder einen Absatz generiert.
und haben da dann die erste Zeile angesprochen. Was haben wir hier gemacht? Also ich habe hier meinen Absatz, das Styling, dass er Blocksatz ist, mitgegeben. Ich habe dann mit diesem Und-Operator wieder angesprochen, dass ich die erste Linie haben möchte, die erste Zeile. Ich habe den dann extra Styling mitgegeben. Ihr müsst das vielleicht mal kurz anschauen. Je kleiner werde, dann ändert sich das auch mit und die Wörter werden nur in der ersten Zeile größer geschrieben. So. Also, was haben wir noch gemacht? Das ist wieder ein bisschen groß jetzt hier. So. Dann haben wir hier unseren Marker. Das ist quasi der uns bei einer Liste unsere Aufzählungszeichen hier markiert. Diese grünen Punkte hier in diesem Fall jetzt. Dafür brauche ich aber jetzt hier eine Liste. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr Listen HTML nutzt, habe ich ein extra Video gemacht, könnt ihr gerne anschauen. Findet ihr in der Playlist HTML. So, haben wir das hier gestylt. So, jetzt haben wir unser letztes Element hier, unser letztes Pseudo-Element. Dabei haben wir jetzt gesagt, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Selection. Und durch diese Selection sagen wir quasi, alles, was wir markieren, hat die Farbe Pink und den Hintergrund Gelb. Ich würde das hier ein bisschen vielleicht so machen. So, und jetzt, wenn ich hier irgendwas markiere, Doppelklick mache, dann färbt sich das so ein. Ich kann hier natürlich auch mehr einfügen, so dass man das auch sieht. So, und das war's eigentlich zu den Pseudo-Elementen. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!